Es frisst mich auf. Vor ein paar Monaten hat es angefangen, mich zu quälen. Ich kann nicht mehr. Ich liege nur noch in meinem Bett und versuche, so viel wie möglich zu schlafen. Denn der Schlaf und die Träume, die ich von dir habe, lenken mich von der grausamen Wahrheit ab. Auch wenn es mich quält, das Bett zu verlassen, tue ich es trotzdem, um zu essen oder aufs Klo zu gehen. Der Virus frisst mich auf und mit mir auch meine Hoffnung, ein glückliches Leben zu leben. Ich habe Angst, dass es mich bricht, mich umbringt, und dennoch weiß ich, dass es das eines Tages tun wird. Ich fühle mich so leer, und doch spüre ich so unendliche Trauer in mir, weil ich weiß, dass es nie mehr so sein wird wie früher. Der Virus, er greift mein Herz an. Jeden Tag schmerzt es ein wenig mehr, aber dennoch schlägt es. Aber bei jedem Schlag zucke ich zusammen. Bei jeder Pause, die es macht, vergieße ich eine neue Träne. Aus Angst, dass es der letzte Schlag hätte sein können. Ich habe solche Angst, dass es irgendwann aufhört zu schlagen. Ich denke an die schöne Zeit mit uns zurück. Ich weiß noch, wie wir uns trafen. Es war unter einer Eibe und du hattest deinen Hund verloren. Du hattest mich besorgt gefragt, ob ich dir helfen könnte, ihn zu suchen. Zum Sonnenuntergang hatten wir ihn gefunden. Du hattest so gestrahlt. Du warst so glücklich, dass ich dir geholfen hatte. Deine blauen Augen funkelten wie Diamanten und dein Lächeln. Ich hätte für dein Lächeln töten können. Ich liebte dich mehr als alles andere. Es lief alles so gut, bis du mich mit diesem Virus infiziert hattest. Ich weiß noch, wie du ihn mir gegeben hast. Die Erinnerung ist genauso scharf in meinem Gedächtnis eingraviert wie unser erstes Treffen. Ich weiß noch ganz genau, wie du damals so eiskalt diese Worte zu mir sprachst, die der Auslöser für diesen Virus waren. Ich liebe dich nicht. Das habe ich mal, aber nun nicht mehr. Ich habe eine andere kennengelernt und werde mit ihr heiraten. Dann hast du mir den Rücken zugekehrt. Warum? Warum hast du mir das angetan? Wieso hast du mich so verletzt? Warum hast du mich krank gemacht? Man sagt, Liebeskummer geht vorbei. Aber das ist kein einfacher Liebeskummer mehr. Es ist mein Herz. Mein armes, grausames Herz. Es hört nicht auf, weh zu tun. Ich kann nicht mehr so leben. Aber ich weiß einen Ausweg. Einen Weg, diesem Schmerzen zu entkommen. Ich greife zu dem Messer, setze es an meinem Hals an und lasse es runterschneiden. Ich spüre, wie die warme Flüssigkeit meinen Hals runterläuft. Mein Herz wird immer langsamer. Es hebt sich noch einmal. Dann hört es auf. Freiheit!